Okay. Wobei, ich würde das gerne einsetzen direkt. Die, diese neue Materie, die wir haben. Aber nicht bei uns. Ich möchte Ifrit behalten. Ja, Tifa kann gerne Chocobo bekommen. Chocobo und Mogri. Ermöglicht die Beschwörung von Chocobo und Mogri. Die physischen Attacken dieses eingespielten Teams verursachen entweder Windelementaren, Stampede oder elementarneutralen Mogri-Bombe-Schaden. Wahnsinn. Das ist geil. Das ist echt cool. So. Habe ich neue Waffenpunkte eigentlich? 7 für Barrett? Ja, probieren wir es mal aus. Oh, auch einen dritten Planeten bekommen. Hier haben wir 4 von 4. 2 von 6 haben wir hier erst. Dann können wir hier noch ein bisschen physische Attacke plus 5 her damit. Sehr schön, dann haben wir das auch. Und einmal für Tifa. Für die Lederhandschuhe. Auch hier bekommen wir den dritten Planeten dazu. Schön. Aber erst einmal TP-Maximum plus 150. Das ist wichtig. Sehr gut. Okay. Weiter geht's. Wir haben alles zerstört. Ich glaube, hier kann man nichts mehr machen, oder? Sieht nicht so aus. Dann chillen wir uns nochmal hin. Weil das ist wichtig. Und dann geht's weiter. So, einen der zwei Nebenaufgaben hätten wir. Ich frage mich, wie wir zu der anderen Materia kommen, die ganz weit da hinten schlummert. So, einmal hier rüber. So, okay, ich guck mal gerade auf der Map. Wir kommen jetzt hier rüber. Hier ist die Stromversorgung für die Hauptstory. Wir waren hier. Das heißt, ich würde hier nochmal hoch gerne. Ah, Moment. Vielleicht können wir das Ding jetzt nutzen. Und so kommen wir zum Strahler Nummer 3. Ich gehe erstmal hier hoch. Ich schaue erstmal, was da oben gibt. Bevor wir weitergehen. Sonst verpasse ich hier irgendwas und das möchte ich nicht. So, das ist, glaube ich, das Ende. Das ist der letzte Aufzug, den wir nutzen müssen. Zuallererst hier rüber und dann hier hoch. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir gerade aber nicht wirklich sicher. Hier waren wir schon. Scheiße. Ja, hier waren wir schon. Hier geht's runter. Da. Ja. Ja, ja, okay, komm. Sorry. Sorry mit Z. Okay, aber so wissen wir es ganz genau. Hey. Es ist wichtig, Freunde. Es ist wichtig. So, dann nehmen wir diesen Aufzug hier. Einmal rüber, bitte. Ah. Oh, ich glaube. War ein ganz schöner Umweg hierher. Das ist richtig hier. Hier müssen wir sowieso hin, um an diese Materie zu kommen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Die brauchen wir nicht. Ja. Alles gut. Wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind? Er macht sich immer so viel Sorgen. Ach, das wird schon. Das kriegen wir hin. Wir werden ihn überzeugen. Hier gibt's nichts. Wir müssen einmal die große Runde machen, wie es aussieht. Da ist eine Kiste. Die öffnen wir erstmal. Eine Mogri-Medaille. Keine Ahnung, was man damit macht. Ich weiß immer noch nicht. Aber es schadet nicht, wie es aussieht. Okay, komm. Oh. Ah, ich dachte, da ging es weiter. Aber das tut es nicht. Ah, okay. Wir müssen hier wieder so ein Ding bedienen. Und das können wir von hier. Ich schaue erstmal hier auf der Seite, was es hier so gibt. Ja, das ist recht überschaubar hier. Hey, hier ist ja gar nichts. Was soll das? Das ist aber der unnützigste Raum. Unnützig? Ist das überhaupt das Wort? Ach,
Das ist das Ding, was man verschieben kann. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Nee, das ist gar nicht das Ding, was man verschieben kann. Ach, vertikal geht das auch jetzt. Alter. Okay. Okay. Ja, dann müssen wir wohl hier hin, ne? So? Weiter runter geht nicht. Warum geht das nicht auf? Ist das zu weit unten? Ah, okay. Man muss punktgenau landen. Okay, aber ich frage mich, ob man hier vielleicht noch irgendwas machen kann. Ich weiß es gerade nicht. Was? Okay, hey, Freunde. Beruhigt euch. Oh, da ist wieder so ein Happy Hippo. Und Schock. Der Feind ist geschwächt. Ja, natürlich. Ja, erstmal das Ding. Offensiv. Tschüss. Okay. Tschüss. Sagt tschüss und fliegt dran vorbei. Okay. Happy Hippo wurde besiegt. Sehr schön. Das haben wir auch hinbekommen. Hier ist sonst nichts mehr. Ich frage mich echt, ob man das Ding irgendwie so verschieben kann, dass man woanders hinkommt. Aber hier gibt es auch nichts anderes. Also ich sehe nichts anderes. Na gut. Auf der Map ist auch nichts zu sehen, oder? Nein, ich glaube nicht. Na gut. Komm, wir gehen weiter. Einmal hier hoch, bitte, zum letzten Strahler, wie es aussieht. Es ist wieder super hell. Oh. So, hier geht's nicht weiter. Ah. Guten Tag, Herr Kiste. Ein magischer Armreif. Was? Was zum Henker soll das heißen? Ein magischer Armreif. Ein Armreif mit einem schlichten Muster, der vor Magie schützt. Nice. Physische Abwehr minus 20 aber. Scheiße. Hat aber auch zwei Slots. Ach. Ist aber besser als der Eisenreif, ne? Für Barrett. Barrett. Auf geht's. Magischer Armreif. Hier. Frost, Gewitter. Wir machen mal Frost. Du bist unser, der hat auch Gewitter ausgerüstet, deswegen. Und Glut. Und jetzt auch Frost. Der ist unser Magier. Der ist unser Gandalf. Der Barettalf. Keine Ahnung. Was für ein schlechter Name. Ach, oh Gott. Na gut, komm. Wir machen das Ding jetzt hier zu. Und schalten das Licht für immer aus für die Leute da unten. Das so, war's mit Sonne. Alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Wahrscheinlich. Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Ja. Aber zuerst möchte ich... Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Die Materia finden. Wie komme ich da hin? Ist das die beste Medizin für sie? Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge angesprungen, Cloud. Ich muss irgendwie da hinkommen. Hier muss ich irgendwie hinkommen. Wie komme ich da hin? Okay, da ist eine Leiter. Ah, da ist eine Leiter. Freunde, die habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, ja, alles klar. Hier müssen wir zu der nächsten. Zu Abschnitt H1. Nein. Noch nicht, liebe Tifal, noch nicht. Eine Mogri-Medaille. Vielen Dank. Wie sehen wir eigentlich aus? Alles gut. Alles gut, wir sind bereit für den Kampf. So. Einmal hier lang, bitte. Na los, einer für alle. Einer für alle, alle für einen. Königin, zwei Königinnen. Okay, komm her. Offensiv vielleicht? Verdammt.
volle Konzentration. Full Concentration auf das Vieh. Was war hier nochmal? Wirksam Eis. Barrett, lad dich auf, bitte. So eine Schande. Wurde schon ungeduldig. Na klar. Magie, Eis. Für unsere Königin. Ah. Ist dir kalt? Schock. Und jetzt, zack, zack, zack. Kann ich hier Fertigkeiten? Still an der Wille? Was macht das überhaupt? Reduziert vorübergehend den erlittenen Schaden? Ah, okay. Schockschuss. Schockpotenzial groß. Ja, brauchen wir nicht, weil er ist schon unter Schock. Jetzt vielleicht ein Eis. Wie wär's damit? Der Winternaht. Oh, das hat's gebracht. Nachladen bitte. Komm schon. Übernimm mal. Gib mein Bestes. Boah, zwei Königinnen ist schon hart. Komm her. So, gleich haben wir dich. Okay. So, Barrett, jetzt brauche ich deinen Schockschuss. Das hat hoffentlich gebracht. Ja, gut, gut, gut. Keine Magie. Tiefer keine Magie. Ich aber Magie. Ich brauche auf jeden Fall Vita. Vitra brauche ich. Aua. Das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Hau drauf, mein Freund. Hau drauf. Ah, das geht schon. Das geht, das geht. Einmal schön in die Mangel nehmen, die Königin. So, Schachmatt würde ich sagen. Das war's. Und tschüss. Das wäre geschafft. Stufe gestiegen. Perfekt. Klaus hat Stufe 16 erreicht. Ein Traum. Okay. Okay, zwei Königinnen war schon extrem. Ich habe das Gefühl, seitdem ich gesagt habe, ich weiß nicht, welche Folge es war, letzte oder vorletzte, dass das Spiel sehr einfach ist. Ob ich wirklich auf normal spiele, das hätte ich nicht getan. Seitdem sind die Gegner super schwer. Alles Gute kommt von oben. Alles Gute kommt von oben. Man kann nur vertikal. Kann ich ganz nach oben? Was passiert dann, wenn ich dann ganz nach oben mache? Nix. Dann mache ich runter. So geht's auf. Was passiert, wenn ich ganz nach unten mache? Oha! Freunde, das ist einfach die Nase. Das ist die Nase. Was ist das? MP Boost. Das war einfach wieder das Näschen. Okay. Cloud, Quatsch, was mache ich hier? Ausrüstung. Ja, die sind alle belegt. Ein MP Boost. Wer braucht denn am meisten MP? Im Moment eigentlich unser guter Barrett, ne? Wäre eigentlich am sinnvollsten. Gewitter, Glut und Frost. Und heilen. Ja, heilen macht er, weiß ich nicht. Macht er nicht so oft, ne? Also würde ich sagen, MP Boost. Erhöht den maximalen MP-Wert mit mehreren Materia kombinierbar. Warum auch nicht? Was heißt das überhaupt? Mit mehreren Materia kombinierbar? Ach so, wenn man mehrere von diesen MP Boost hat wahrscheinlich, ne? Sehr schön. Nice. Du hast kein Accessoire. Du hast gar keine Kette. Warum lege ich dir die nicht einfach an? Bin ich denn für einen Schlaubolzen? Auch wenn das nur Gift abwehrt, aber hey, immerhin hat er dann was an. Ach so. Ja, jetzt können wir das Ding natürlich auch richtig stellen. So, oh, das war echt cool. Dass das da drauf liegt, das muss man erstmal. Man muss ja auch wirklich alles ausprobieren, glaube ich. Sonst findet man hier nicht alles. Deswegen in jeder Ecke, in jeder Ritze muss man suchen. Ich weiß nicht, ob ich schon Sachen verpasst habe. Wahrscheinlich aber schon. Obwohl ich wirklich versuche, sehr gründlich zu sein. Aber man kann es eben nicht immer sein. So. Wir sind da. Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier?
Elementarraffinität? Was? So nah und doch so fern. Nebenquest abgeschlossen. Was habe ich hier bekommen? TP-Boost habe ich hier für mich selbst. Heile, Analyse, Glut. Ja, Glut. Was? Wie heißt es? Verleiht der Ausrüstung oder der Waffe das Element der verbundenen Materia. Bei Waffen erhöht sich die elementare Attacke, bei Rüstung die elementare Resistenz. Wenn mehrere Materia eingesetzt sind, ist nur der Effekt der ersten gültig. Kann mit Materia Glut, Frost, Gewitter und Luft verbunden werden. Was? Hat das hier mit den Reihenfolgen zu tun? Kann das sein? Glut. Das heißt, ich habe dann... Wenn ich Glut rausnehme... Aber ich will ja eigentlich Glut rausnehmen. Scheiße. Heilen, Analyse... Analyse brauche ich unbedingt. TP-Boost, das ist wichtig. Scheiße. Ausweis... Ja. Ich nehme den mal raus. Ich guck mal. Ob es dann tatsächlich dazu führt, dass wir eine Flammenwaffe haben. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oder wie kann man diese Materie miteinander verbinden? Cloudy Boy. Materia. Entfernen, umplatzieren. Weil das muss ja einen Sinn haben, dass man das umplatzieren kann, oder? In Waffe. Zusätzlicher Elementschaden von 8%. In Rüstung halbiert Elementschaden. Ach, ich muss das in die Waffe einsetzen. Oh. Alles klar. Darauf muss man auch achten. Okay. Dann würde ich die Materie umplatzieren, und zwar hier rein. Das heißt, ich habe jetzt 8% mehr Elementarschaden, oder was? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das ist so. Zusätzlich Elementschaden von 8% steht da. Ich habe es in die Waffe eingesetzt. Hat das irgendwas damit zu tun, dass da auch Glut dabei ist? Auf der Waffe? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, oder? Wir werden es ja im Kampf sehen. Wir werden es im Kampf erleben. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ich muss die Treppen, die Leiter wieder hoch. Und dann gehen wir zum Hauptaufzug. Ich glaube, wir haben sonst alles erledigt hier auf dieser Ebene. So. Und hoch mit uns. Oh, das ist ja geil. Das ist eine coole Materia. Ich brauche mehr Materia-Plätze. Merke ich gerade. Das ist wirklich wichtig, dass man viele Slots frei hat. Also, wir müssen hier lang. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Marco-Reaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Natürlich. So wie wir uns hier umsehen, glaube ich, er ist ja schon bei Z längst angekommen. Wir sind zurück am Hauptlift. So ist das. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Hauptlift ist hier hinten, ne? Ja. Okay. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Wir haben alles erledigt. Karte von Midgar. Das sehe ich ja zum ersten Mal. Das ist ja krass. Das ist schon mächtig. Das Spiel ist sehr mächtig. Man konnte sich doch hier irgendwo hinpflanzen, ne? Ich glaube, das wäre jetzt mal angebracht. Ganz kurz. Wir chillen eine Runde auf der Parkbank. Wir legen uns hin und legen ein paar Zeitungsartikel über uns, damit uns nicht so kalt ist. So. Weiter geht's. So, jetzt dürfte das Ding aber funktionieren, ne? Freund? Stromversorgung wiederhergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. Sehr schön. Na dann los. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Perfekt. Okay, das ist der... Auf nimmer Wiedersehen, du
scheiß Metalllabyrinth. Okay. Na dann los. Wir haben doch alles, oder? Wobei, da fällt mir ein. Wir hatten doch noch irgendwo. Ganz am Anfang. Diesen Kontrollraum hier, aber der hat nichts zu besorgen. Da war nichts mehr, oder? Da konnten wir auch drücken. Das war ganz am Anfang. Ich glaube, da war sonst nichts mehr. Nein, ich gehe nicht zurück. Nein, nein. Wenn ich da was verpasst habe, ne, dann flippe ich aber im Dreieck. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Das wäre ein schrecklicher Ort. Wenn das jemand weiß, schreibt das in die Kommentare. Wenn ich da was verpasst habe, dann beiß ich mir den Arsch. Wir uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Alles klar. Ja. Wir machen uns drauf gefasst. Mein guter Bart. Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Komm zu mir. Natürlich tut er das. Der hört auch immer Stimmen. Kann das sein? So. Oh. Okay. Das sieht verdammt nach Ende dieses Abschnitts aus. Haben wir hier sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Ich gucke nochmal hier gerade. Okay, hier hätte man noch schöne Kiste platzieren können. Das war schön versteckt gewesen, aber nein. Dann eben nicht. Unbefugter Zutritt. Was? Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Barrett. Ich brauche dich. Nein. Da kommt doch keiner hin. Ist das alles? Das tut weh. So, einmal den hier. Okay. Proto-MG, da kommt kein anderer dran. Da kommst du nur du dran. Ah. Alter. Okay. Jetzt da oben. Komm ich da hoch? So, einmal volles Rohr drauf. Zack. Das wär's. Okay, ich glaube, die... Oh, hier ist noch einer. Den erwischt man auch nicht mit dem guten Cloudy-Boy. Barrett gleich am Boden. Ganz ruhig. Shit. Ja. Wo ist, nicht Cloud, tiefer. Fuck, okay. Okay, Tifa. Ich brauche deine Hilfe, Tifa. Magie, Engel, Barrett. Ja, ich kann stehen. Ich mach das. Okay, ich glaube, ich muss diese Dinger hier erstmal beseitigen. Chance, ey. Ich bin bereit. Alter. Barrett ist schon wieder down. Okay. Tifa. Übernimm du. Überlass das mir. Kannst du jetzt wieder? Ach Quatsch. Magie, Engel. Barretto. Aua. Viel Erfolg. Lass mich mal. Nichts überstürzt. Jetzt okay, der geht sowieso auf ihn. Das ist richtig. Hau drauf. Okay, dann ist der weg. Hab schon Vorarbeit zieh dich geleistet. Zurück. Los geht's. Okay, wie kriegen wir die Dinger eigentlich weg? Mit Blitz. Natürlich. Magie. Blitz. Hier auf den B bitte. Barrett, du musst dich aufladen, Barrett. Ich glaube, es wird Zeit für Magie, für Vitra. Auf mich selbst erstmal. Auf ein neues. Aua. Das wird so nichts. Autsch. Verschwende. Wow. Boah, der hat mir einiges abgezogen. So, aber jetzt. Okay, nur noch der. Vitra einmal wieder auf mich, bitte. Geht nicht auf. Okay, Magie, Feuer, Eis, Blitz. Auf Raketenwerfer. Und einmal tiefer, kann nichts machen. Na dann komm. Bringen wir hin. Das wird so nichts. Volle Konzentration.
Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Yes! Boah, diese Raketenwerfer sind echt übel. Den wir mit Bix ausgemacht haben. Okay. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Okay, gut, dass wir die Materia Engel haben. Wir hätten jetzt so viele Phönixfedern schon verbraten. Das ist schon hilfreich. Die sollte eigentlich jeder ausgerüstet haben. Aber ich habe nicht genug Materia-Slots frei. Und auch nicht so viele Materia dafür. Habe ich eigentlich alles mitgebracht? Da unten sind Kisten. Oh, ich muss zurück. Es tut mir leid. Ich habe die Kisten übersehen. Ne, ich habe die nicht übersehen. Ich habe die einfach vergessen. Du willst mich verarschen. Die sind schon kaputt. Sorry. Wir tun so, als wäre das nie passiert. So. Shit. So. Okay, wir können da durch. Aber vorher würde ich gerne schauen, ob ich wieder Waffenpunkte habe, die ich einsetzen könnte. Kann ich das? Ja, kann ich. Hier, die letzte. Magische Attacke. Ja, damit. Sehr gut. Und für Tifa auch. Dann haben wir das auch voll. Ja, nämlich der hier. Schaden von Entfesselung, plus 10%. Das ist wahrscheinlich eine Fertigkeit, die ich noch nie benutzt habe, oder? Scheiße. Sollte ich mal machen. So, einmal durch hier bitte. Irgendwie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. Was? In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Alter, da sind noch 1000 Gegner Warum gewesen. Hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Das machen wir. Augen zu und durch. Yes. Nicht runtergucken. Guter Rat. Guter Rat, ja, das stimmt. Guck bloß nicht runter. Ich zerstöre die Kisten. Und ein Heiltrank. Wir sollten Heiltränke benutzen. Viel mehr Heiltränke. Wir haben ja so viele. Aber ich bin so ein Sparfuchs. Ja. Was ist? Was denn? Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Oh ja. Ich bin nervöser als erwartet. Das merkt man. Nervosität werde ich auch nie los. Mogri? Okay, Magie. Vitra. Auf Barret. So. Tifa. Magie. Auf Vita, auf dich selbst. Oh, ich merke gerade. Wenn man L1 gedrückt hält, das sehe ich ja jetzt erst. Dann kann man das mehrfach eins. Es geht natürlich schneller. Das ist cool. Gut, jetzt haben wir kein MP mehr für einige von uns, aber hey, was soll's. So. Ich hoffe, wir finden noch eine Bank oder so. Wo wir uns drauf hocken können. Das sieht aber nicht so gut aus. Hier ist nichts mehr. Ist auch nix. Okay. Hallo. Okay, das geht. Cloud? Ja. Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen. Haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Perfekt. Hey, 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 Bix! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Und wo sind die anderen? Bix? Also, Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ja, klar. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Oho, okay. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Ja, okay. Bisschen schwer zu erklären. Aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Mhm. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit gelastet, mein Junge. Sturmgewehr. Wir sehen uns später, okay? Logo. Alter, Sturmgewehr ist das für Barret, eine neue Waffe. Das hört sich nämlich gut an. Okay. Gut. Dann legt mal eure Seilfinden an.
Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Alles klar. Wir schaffen das. Unbedingt. Natürlich. Okay. Aber vorher möchte ich gerne das Sturmgewehr ausrüsten. Ich hoffe, das geht. Sonnenfinsternis. Tipp, ATB-Leiste. Deine ATB-Leiste füllt sich durch erfolgreiches Angreifen und Blocken. Ich blocke viel zu selten, merke ich. Das sollte ich mal öfter machen. Großangriff, eine gesamte Leiste leert oder die noch eine Einheit für Heilung oder ähnliches aufspaßt. Ja. Oh. Also, noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Oh mein Gott. Da ist er ja, der Direktor, der Präsident Trump. Wir sehen auch alles, was wir machen, oder? Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Nee. Jetzt wird's ernst. Oh doch, oder doch. Okay. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Perfekt. Dann los. Zen go. Okay, Moment. Ausrüstung. Barrett. Sturmgewehr. Ja, magische Attacke plus 9. Ansonsten alles runter. Ein robuster Gewehrarm mit erhöhter Ladekapazität und Durchschlagskraft. Warum, Geschicklichkeit 0%, wandelt alle voll an Gewaltenschuss um. Ich sollte öfter diesen Schockschuss nutzen, ne? Kann das sein, dass es deswegen nicht nach oben geht? Okay, was ist hier? Avalanche Credo. Barrett gibt vorübergehend eigene TP an Gruppenmitglieder ab, die Schaden erleiden. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier wirklich nutzen sollte, das Ding. Ich lasse erstmal. Ich will erstmal den Schockschuss aufbessern. Den sollte ich öfters nutzen. Generell muss ich diese Fertigkeiten öfter nutzen. Das nutze ich überhaupt nicht. Ich hau einfach nur drauf. Weißt du? Na gut. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wie geht's jetzt weiter? Hier durch. Nein? Vielleicht hier? Wo denn? Oh, wie praktisch. Alter, vor Coolness. Was ist denn da? Ach so. Einfach drüber. Ja, cool. Was ist das? Nix. Alter, muss ich jetzt irgendwas drücken? Nein, wohl nicht. Das geht von alleine. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Du denkst zu viel. Ja, das ist aber nicht so freundlich. Da ist eine Kiste. Der Supertrank wird aufgefrischt mit 3 Stück. Vielen Dank. Gut. Sonst gibt's hier nichts. Wir gehen weiter. Hey. Ja. Seht mal. Also will ich gar nicht sehen. Wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Sag das nicht zu laut. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Oh. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Noch. Hauptstory, der nächste Problemkern. Okay. Die Flucht. Also, wenn so ein Ding auf uns losgeht, Flucht ergreifen. Abverstanden. Hier gibt's sonst nichts mehr, oder was? Nö. Dann kommt, Freunde. Verdächtig ruhig hier. Ich wollte was hast sagen. Du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sicher bei erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. Das glaube ich kaum. Ich glaube, das ist eher eine Falle hier. Keine Zurückhaltung. Oh. Habe ich die schon mal? Nee, habe ich nicht. Dann muss ich wohl. Analyse. Nur kein Über. Wirksam Wind habe ich nicht. Bis hier und nicht weiter. Okay. Einfach draufkloppen, das geht schon.
So. Okay. Das waren jetzt keine wirklich harten Gegner. Hier gibt's sonst nichts mehr. Nee, dann gehen wir weiter. Hier sieht's wirklich aus wie in dem ersten Reaktor, in dem wir mal waren. Das schreit nach Bossfight, Freunde. Nur noch ein Stück. Yep, bin dabei. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Das verstehe ich. Ein Echoschirm. Was bringt denn ein Echoschirm? Gar nichts. Wie es aussieht. Gar nichts. Du kannst dich ausrüsten. Guck ich mir gleich an, wenn ich es nicht vergesse. Da hinten sind Kisten. Ich kann ja auch nichts dafür, für meine Kistensammelei. MP-Heilung durch Makonit. Oh, komm mal her. Die Drohne, die hatten wir ja schon, ne? Ja. Doch, ziemlich schwach. Schock. Fertigkeit, machen wir mal den Schwertsturm natürlich. Schocke. Perfekt, Freunde, das lief doch super. Yes. Freudentanz. Ich mach grad die Kiste auf mit dem Äther. Danke. Okay, weiter geht's. Hier runter wahrscheinlich. Da. Links oder rechts? Oh, Moment. Oh, da sind Geschütze. Ich sehe Geschütze. Ich muss gleich auf Barrett umschalten. Achtung! Oh, wow. Die Türsteher! Mit Laserverstärkung. Laserkanon. Ciao. Nein, den nicht, sondern. Naja, den auch nicht, sondern das Ding da oben. Wie schmeckt dir das? Komm schon. Das tut mich. Okay, und los geht's. Ab dafür. Okay. Los, geh mal. Dein Einsatz. Ich nehme. So, die Dinger waren noch gegen Blitz allergisch, ne? So war das doch. Sehr gut. Offensivhaltung, komm. Nee, nicht Magie, sondern der Impulshieb. Sehr schön. Auf ihn. Barrett, ich hätte gerne Blitz. Danke sehr. Das hat richtig reingehauen. Okay, den mach ich noch weg und dann heile ich mich. Ich hoffe, das reicht. Okay, das hat gereicht. Auf mich selbst, bitte. Offensiv, bitte. Schockanfällig, Magie, Blitz. Auf geht's. Ahaha, so nicht. Oh, Barrett. Barrett. Tifa, bitte. Vita auf Barrett. Los geht's. Oh, komm her. Fertigkeit. Ich mach mal den Schwertsturm. Das sollte reichen. Das wird so nicht. Was? Keine Chance. Und Schock. Yes. Jetzt gebe ich alles. Barrett, nochmal Blitz und ich glaube, das reicht dann, ne? Ja, na klar. Gar nicht mal schlecht, ja, das hat ganz gut geklappt. Da staunst du, was? Sind das Kisten? Ja. Noch ein Echo-Schirm bekommen. Ich weiß immer noch nicht, was es bringt. Vielleicht gucke ich mal. Gegenstände. Ein Echo-Schirm. Kuriert stumm. Ja, damit habe ich kein Problem. Ich plapper immer weiter.
Ja, mehr ist das nicht. Wir können weiter. Weiter im Programm. So. Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nein. Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Merkwürdig. Schutzweste. Das schaue ich mir an. Eine Schutzweste für unsere Freunde. Eine kugelsichere Weste, die mit Vorliebe von dem Gardisten Shinras getragen wird. Vitalität erhöht sich um 5%. Ja, das ist ganz nett. Ich habe den Kraftreif. Die Stärke erhöht sich um 5%. Ah, das könnten wir eigentlich den Barrett anlegen, ne? Ja, das passt ihm ganz gut, so eine Schutzweste. Ja, gut. Kann man die dann jetzt sehen? Nein, kann man nicht sehen, glaube ich, ne? Wobei, ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, die kann man sogar sehen. Ist egal. Hauptsache, er hat sie an. Weiter geht's. Ah. Der Reaktorkern. Okay, was gibt's jetzt hier? Hier gibt's auch bestimmt einen dicken, fetten Bossfight, oder? Gib's zu. Oh oh. Was? Marco, Shinra, sie alle. Ich hasse sie alle. Oha. Klar? Na klar, Barrett. Tiefer. Oh, das war tiefer, oder was? Ich weiß es gerade nicht. Sorry. Wer war das Cowgirl? Ich glaube, das war tiefer. So. Was gibt's jetzt hier? Können wir das Ding jetzt einfach hier reinsetzen? Das bezweifle ich doch sehr. Okay, bevor wir das machen. Ich brauche Magie. Vitra. Auf Tifa. Und Tifa, ich bitte dich, mit Vita auf Barrett. So, jetzt nochmal gut gerüstet. Hoffe ich. Bombe bitte. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Was? Warum? Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Nobel. Dafür hat Jesse gesorgt. Sehr gut gemacht, Jesse. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Klick. Kabum. In Sicherheit? Wo immer das ist. Ich wollte gerade sagen. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Na, kommen wir hier auch ganz locker durch? Ich bezweifle es sehr. Aber es wäre cool. Hey, Moment, warte. Na klar. Das Timing ist zu perfekt. Ja. Also es werden wir wirklich beobachtet? Schon die ganze Zeit, glaube ich. Okay. Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Heidegger. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer ihrer Armee. Fühlt Hallo. Euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Mittelgar übertragen. Was geht hier vor? Alter. Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Oh oh. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5.
Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung? Sind wir euch eigentlich völlig egal? Shinra-Konzerns eine sofortige Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass. Tast die Terroristen! Auf die Täter und ihre Motive. Tast die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Oh oh, das ist aber nicht so gut. Die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhe. Der Blechklotz. Oh. Unser neuester Genie schneidet ein fulminantes Waffensystem. Ach du Scheiße. Der Airbuster wird ein Exempel an der Stelle hier. Alter, das ist ein richtiger Iron Man. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Geil. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Okay, zu 60% nur einsatzbereit. Das hört sich schon mal gut an, was zum Henker. Spezialkombatant. Okay, ich glaube, den kennen wir noch nicht. Meine ich? Nee, kennen wir noch nicht. Fertigkeiten, Analyse. Okay, gegen Feuer wirksam. Na dann würde ich sagen, gleich direkt noch Feuer draufhauen. Okay, das war der Schock. Und jetzt, Magie, Feuer. Auf dich, mein Freund. So. Okay, schnell weg hier. Okay, ich muss, Quatsch, ich muss mit Feuer wieder draufhauen. Ich glaube, das hat's gebracht. Oh, ja. Kenne ich euch eigentlich? Ja, auch Feuer. Alles Feuer. Ich muss mehr ausweichen oder abwehren. Ich vergesse das immer. Ab dafür. Tschüss. Oh. Schnauze halten! Echt. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja. Die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Alter, warum lauft der nicht weg? Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen. Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Okay. Ja, machen wir. Eine Order des Stabschefs. Also müssen wir da wohl hin. Auf geht's. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios amigos.